Hallo, liebe Zuschauer. Die sonst stilsichere Kate hat gestern Kritik für ihr grünes Kleid geerntet. Gegen das Kleid an sich gibt's nichts zu sagen. Perfekt für ihren Babybauch, aber es war halt grün, wo der Dresscode bei den BAFTAs doch schwarz war. Die britische Filmindustrie wollte damit ein Zeichen gegen sexuelle Übergriffe in der Branche setzen. Schwarz trägt seit dem Tod von Prinz Henrik auch die dänische Königsfamilie. Morgen werden im ganzen Land die Flaggen auf Halbmast gesetzt. Dann findet die Trauerfeier für den verstorbenen Prinzen statt. Bereits am Freitag wurde sein Sarg in die Kirche auf Schloss Christiansborg gebracht. Wir werden dann morgen darüber berichten. Gleich schauen wir auf die Partys der Berlinale. Till Schweiger musste da aufs Tanzen verzichten. Er geht nämlich auf Krücken. Mehr gibt's in einer Minute. Hallo zurück zu Leute heute. Wer wollte, konnte von der Berlinale Eröffnung am Donnerstag bis gestern Abend quasi durchfeiern. Dazu braucht man nur Durchhaltevermögen, gutes Schuhwerk und Lust auf Smalltalk. Wir zeigen Ihnen mal, wer sich schon ins Partygetümmel gestürzt hat. Inzwischen hat er auf Facebook verkündet, dass er in Wahrheit ein neues Hüftgelenk bekommen hat. Späßleck macht. Weitere Leute heute. Der nächste Preisträger für die Goldene Kamera steht fest. Es ist Liam Neeson. Er hält und spielte Oskar Schindler in Schindlers Liste. Diese Rolle hat ihm Nominierungen für den Oscar, Golden Globe und den BAFTA eingebracht. Am Donnerstag in Hamburg bleibt's nicht bei der Nominierung. Der Preis in der Kategorie Bester Schauspieler international ist ihm sicher. Und Sie können alles hautnah miterleben. Die Highlights gibt's nämlich am Freitag bei uns in der Sendung. Und Highlights sind bei einer Goldenen Kameragala eine sichere Sache. Ja, Liam Neeson übt sich ja auch schon Deutsch sprechen. Los geht's um 20.15 Uhr und vorher, also am Donnerstag, melde ich mich um 17.45 Uhr vom Roten Teppich in Hamburg. Aber erstmal bis morgen, einen schönen Abend wünsche ich Ihnen. Machen Sie es gut. Tschüss.